US-Oldtimer, soweit das Auge reicht. Rund 2000 Fahrzeuge, 15.000 Besucher am Wochenende auf dem Hamburger Großmarktgelände. Heckflossen, Wackel-Elvis, der American Way of Life ist an jeder Ecke spürbar. Ja, das ist einfach so ein Gefühl, so, das ist ein Zeichen von Freiheit, Abenteuer, Amerika, großes Land und so weiter. Ich weiß nicht, ich fand die schon immer irgendwie cool. Und so irgendwie, wenn ich mal richtig Geld habe, dann kaufe ich mir so einen schicken Ford Mustang. Ja, die sind einfach cool. Die Form, die Leistung, die sie haben, das ist das, was ausschlaggebend ist. Der Klang der Motoren, wenn sie starten, wenn sie laufen, das ist das, was cool ist. Keine reine Männerdomäne hier übrigens. Die Liebe zu solchen Rennmaschinen reicht sogar so weit, dass sie auf der Schulter verewigt werden als Tattoo. Das ist ein 55er Chevrolet Bel Air Gezza. Das sind halt so Rennfahrzeuge aus den 50er Jahren, die halt so nach vorne gebaut waren. Also reine Rennwagen, und das ist irgendwie so mein Lieblingsmodell. Und ja, deswegen ist es auf meinem Oberarm. Grillen und die Sonne genießen auf Asphalt zwischen heißen Motoren. Andere gehen in den Wald und finden es toll, wenn die Bäume rascheln und Vögel zwitschern. Ich finde es einfach geiler, das V8-Geblubber zu hören. Quietschende Reifen, schön Gummigeruch und Abgase finde ich toll. Mit so einem 68er Chrysler Convertible lässt sich der Sonnenschein natürlich am besten genießen. Aber Vorsicht! Die Sitze. Ja, ich habe mich ja gerade ein bisschen den Hintern verbrannt, weil das sind natürlich Kunstledersitze. Und wenn der ein bisschen in der Sonne gestanden hat, dann wird einem dann doch ein bisschen das Hinterteil gegrillt. Aber das geht. Also wenn man dann ein bisschen drauf sitzt, dann geht's wieder. Ein Familienwochenende wie in den USA. Und ganz stilecht sorgten diese Ordnungshüter hier für Sicherheit vom Police Department auf Kiel.